Ich habe nicht wirklich viel gesehen, aber man sieht schon die Brüste. Nippel ja, aber keine Muschi. Sind wir doch mal ehrlich. Ich hab's nicht gesehen, das, also der Streamer hat natürlich schnell weggeschaut, weil es halt natürlich, er will nicht gebannt werden. Und weil es halt So. nicht riskieren. Also du hast es selbst nicht gesehen. Du Gott, kannst was, deswegen. Okay. Man hat gesehen, dass man was sehen konnte, aber. Also gebannt wirst du da theoretisch eigentlich nicht, weil das gesamte Spiel nicht daraus besteht. Das ist ein Unterschied. Ja. Also, Wenn du mal weiß ich gar zwischen, wenn du, wenn, wenn du in einem Spiel mal eine Nacktszene hast oder so, eine Brust oder so, dann ist das was anderes. Oder sieht das Twitch, glaube ich, auch nicht so eng, als würdest du zum Beispiel der die Dame die ganze Zeit hinterher geilen. Hol mal dein Handy raus. Also, und mach dann mit mittleren Mausklick, da kannst du rauszoomen aus der Karte. Und auch dementsprechend reinzoomen. Also man sieht dann circa, ich sag mal, die Hälfte der Map. Stimmt, es geht. Sollen wir dich irgendwo abholen? Jetzt habe ich aber gefühlt, jetzt gibt es aber auch wieder Dingsbums Leben auf der Map, ne? Also Vögel und so ein Scheiß, aber dass sie sich nicht auflösen. Verdammt. Eigentlich unsere ganzen Baumstämme hin. Ich schlage mal ein paar neue. Warte mal, kann es sein? Nee, eigentlich, warte mal. Du hast aber deine Inventarsachen hast du schon, oder? Weil es kann halt daran liegen, dass du vielleicht auf meinem Server noch nicht gespeichert hast. Eigentlich hat er auch schon gespeichert eigentlich, deswegen, das müsste eigentlich nicht passen. Gut, wenn er seine Sachen hat, ist es eine Sache. Beim Aussehen? Ja, ich glaube, das Aussehen wird immer, glaube ich, neu gemacht. Also jetzt ist er wieder der alte Mann. Ist okay. Alter Mann darf so rumlaufen. Aha. Es war bestimmt eine prima Ballerina. Bin gerade gefurzt und ist weggelaufen. Oh nein, lauft doch nicht weg. Schade. Aber wir wurden jetzt hier auf dem Stand auch noch nicht wirklich angegriffen. Oder? Ja, es reicht ja, wenn du, was weiß ich, im Dingsbums da überall rum gepickt wirst. Nein, nein. Guck mal, das ist eine der wenigen, die uns nicht töten will. Und das Erste, was du denkst, ist, solche Granate auf die werfen. Komm schon, Justin, was sagt das über dich aus? Soll ich eine Granate auf dich werfen? Fick Justin. dich. Auf Ach den so. Justin. Wir halten den Justin fest und binden ihn eine Splittergranate an den Sack. Aber nur so eine leichte, also die sollen jetzt nur den Sack wegfetzen. Ich habe keinen Granatenfetisch, bin dabei. Weißt du, der Justin, der zieht auch immer den Stecker von Granaten raus, füllt die aus, also entfernt den Sprengsatz. Oh, guck mal. Ich wette mit dir, wenn das Ding durchsichtig wird beim Regen, da gibt es Leute, die bestimmt hier so eine. Die tanzt! Die tanzt für uns! No.
Ja, die hätten ihr ein paar dickere Titten geben können. Die hat drei Arme. Guck mal, die kann die kann uns alle drei beglücken. Triple Handjob. Ja, man muss seine Mutation zu nutzen wissen. Entschuldigung. Ja. Warum ist sie weggelaufen? War doch voll lieb. Bleib hier! Gut. Das mit den Stöcken sammeln ist eigentlich ganz cool. Warte mal. Kann ich eigentlich meine Energie auffrischen? Ich glaube schon ein bisschen, aber das dauert sehr lange. Ist doch egal. Kann sein, dass wir die Bank falsch rum gemacht haben. Du kannst ja versuchen, mal die abzubauen. Ah, nee, nee, schon richtig. Du kannst von allen Seiten... Kannst du was machen. Und Justin, was hältst du von der Tante, die uns besucht? Mit ihren drei Händen. Kann dir einen Handjob verpassen, deine Eier kraulen und deine Prostata massieren. Am Stück. Auf einmal. Das, mein lieber Mann. Das nenne ich noch eine Befriedigungskur. Was ist denn da jetzt passiert? Eieiei. Juna, bitte nicht zuhören. Das ist böse. Guck mich nicht so an. Unangenehmes Starren vom alten Mann. Hallo. 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 Ja. Will ich auf den Sack gucken? Das ist so blöd. Eigentlich Fleisch und so ein Shit, ne? Oder? Ja, ich weiß nicht, warum du jetzt hier die Wände fertig gemacht hast. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen größer machen. Man kann auch die Wände ganz leicht ausmachen. Mit C. Aber hingehen und C drücken. Dann ist es hier draußen. Jetzt draußen. Nicht oben an. Ja. Aber du kannst doch, kannst Dingsbums. Holzvorrat und so ein Kram. Würdest gerne mal schon die Holzsachen, die ich habe, schon mal runtertragen. Oder so, du kannst dem Adriano helfen. Ich habe schon einige Bäume gefällt. Ich versuche noch mal ein bisschen die Lagerung reinzukriegen. Viel Glück. Du kannst es nicht erweitern? Ich finde es halt komisch, dass sie die Fortschritte, die sie bei The Forest machen, dass sie die aus irgendeinem Grund nicht hinkriegen. Ich verstehe beim besten Willen nicht warum. Bei The Forest haben sie schon eine Stammlage gemacht, die größer waren. Warum machen sie das hier nicht? Ja, kann sich mal entspannen, der Kerl. Hat die jetzt unseren... Oh, ich dachte schon. Ja, das Inventar ist wirklich komisch. Auch der sogenannte Quickslot ist wirklich auch komisch. Also irgendwie alles ein bisschen weird.
Problem ist, Juno, du kannst hier keine Gärten bauen wie in The Forest, sonst könnten wir uns irgendwann vegetarisch ernähren und der Vogel könnte leben. Aber nein, also, ja. Die Entwickler sehen nicht, dass sie Fortschritt gemacht haben. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Warum sammle ich denn jetzt schon wieder Holz? Guck mal, der Adriano schmeißt hier die Stöcke runter. Justin, du könntest sie hier reinbringen und ich fange an, hier Dingsbums abzubauen. Selbst der NPC macht seinen Kram. Und ich habe noch einige Holz hier oben liegen. Ja gut, so viel können wir auch nicht lagern, ne? Also da müssen wir auch schon ein bisschen gucken. Ich will mal was schauen. Okay, das geht so also nicht. Ja, da macht hier einfach Stämme rein und dann ist gut. Macht da Justin überhaupt gerade was Mögliches? Weil ich hier da hinten rumstehen. Naja, warum nicht? Also du musst eigentlich auch nicht manuell die Sachen halbieren, das macht automatisch, wenn es geht. Also bis jetzt ist nichts automatisch passiert. Also du siehst, ich habe hier zwei normale volle Hölzer hier drin. Wie halbiere ich die automatisch? Ich gehe hin. Das wird angezeigt. Oh. Nee. So. Dann halt was anderes analysiert. Am besten die Waffe wegstecken, dann. Ja, was soll ich denn in die Hand nehmen? Wie kann ich die Waffe überhaupt wegstecken? Das ist mit G. Einfach G drücken. Dann hast du keine Waffe. Ich habe einen Bug gefunden. Wenn du verrottetes Fleisch droppst, dann lass auf einmal normales, essbares Fleisch. Guck mal, da ist eine kleine Juna. Hallo? Na? Lauf du nicht weg? War ein Scherz. Wollte ich nur ärgern, Juna. Macht schon bequemer auf jeden Fall. Bitte? Macht schon bequemer, dass man sich manuell machen muss. Ja. Justin sagt, er kümmert sich um Essen. Warum liegt hier ein Arm?
Er hat buchstäblich seinen linken Arm für uns gegeben. Diese heroische Tat muss geehrt werden. Und der Boden müsste jetzt fertig sein, von dem, was du gebaut hast. Yep. Ich will es aber noch. Da ist er wieder. Wieso? Ist der Boden einheitlich? Ich habe das Problem oder das Gefühl, dass hier einiges so umfällt. Ach, du schmeißt die Dinger. Ich dachte die ganze Zeit, dass da irgendwas kaputt geht. Schneller. Dein Maul. Du weißt, dass du mir damit schadest, ne? Ja, ein bisschen. Ja, und wenn die Freaks da wieder angreifen, dann bin ich gefickt, klar. Ich bin jetzt eigentlich schlafen. Yep. Ich kann das hier nicht teilen. Den muss ich jetzt manuell machen. Doch so. Im letzten Stück. Also, es ist doch so gegangen. Nee, ich hab's probiert. Wenn dieses Zeichen, dieser Pfeil kommt, dann passiert es eigentlich automatisch. Ja, dieser Pfeil. Der nach links und rechts außen geht. Nee, auch. Aber bei diesen zwei einzelnen Dingern ist es nicht passiert. Wollten wir nicht schlafen, oder? Eigentlich schon, aber... Siehst du? Das klappt jetzt nicht. Da geht's nur ein Pfeil. Ich kann das nur hier zwischen den Dingern hinlegen. Wir warten nur noch, glaube ich, auf dich, ja. Ah. Okay. Wir müssen immer nur eine Variante haben. Und. Nee, der zeigt dir an, dass du links und rechts was hinlegen kannst, wenn du nur eine Sache drin hast. Sprich, du hast jetzt nur ein Brett, was du noch hier reinlegen kannst, dann teilt dir das trotzdem. Aber er legt es dann halt irgendwie, das andere Brett legt er halt anders dahin. Komm, Justin, lass schlafen. Wir warten nur auf dich. Der Spatz da unten steht schon.
Ach so, ja. Entschuldigung. Die zwei mache ich noch. Klingt irgendwie komisch, dass wir alle drei in einem Bett schlafen. Die Dame muss sich auch irgendwie unattraktiv vorkommen. Die kommt an, versucht uns mit ihren Tänzen zu betören, mit ihrem leicht bekleideten Stil. Und das Einzige, was wir machen, ist, als gestandene Männer zu dritt in einem Bett aufeinander liegen. Also ich hätte wieder Kleberband, wir könnten uns ein weiteres Bett bauen. Können wir ja, kein Problem. Aber ich will erstmal hier fertig sein. Dann reißen wir das Bett hier ein. Schade, dass man halt nichts wiederkriegt, wenn man es einreißt. Es wäre cool, wenn man es abbauen könnte. Dann könnten wir nämlich hier eins bauen und hier. Müssen wir diese Dinger hier so bauen? Weiß ich kann das. Ich halt auch nicht. Bis bald testen. Weil ich bloß, wenn man ein Dach machen müsste, braucht man halt solche auch, solche Zwischenpfosten. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, wir haben gut Essen. Unsere Trockengestelle sind erstmal voll. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir irgendwie einen Wasserspeicher oder so bauen. Unsere Tee fällt gerade essen. Oh, ja. Habe ich nicht dran gedacht. Von mir fehlt beides. Trinken und Essen kommt mit null. Aber warum fresse ich denn? Der Fisch ist tot. Warum hängt da ein Arm? Da frage ich jetzt mal nicht. Essen haben sie bestimmt von der Juna geklaut, die Essensanimation. Ich habe besser ein Buch in der Hand und das will er auch. Wenn sie Hunger hat, wenn die Juna Hunger hat, dann ist sie genauso. Und nicht anders. So, ich habe keine Ahnung, was du da gerade machst, aber du scheinst ja wahrscheinlich gerade eine Frau aus Sand zu bauen. Ja, wir wissen, wer die Dame ist. Die uns die ganze Zeit so betört. Aber jetzt hab wieder vollen Hunger, dann gehe ich hier bei mir schlachten. Ein bisschen gruselig, dass wir jetzt diesen stillen Kevin da dabei haben. Ich meine, finde ich okay, dass sie dran gedacht haben, dass er irgendwie ein Schlagtrauma oder so hat.
dass er nicht mit uns sprechen kann. Aber irgendwie gruselig, da so einen stillen Typen dabei zu haben. Wir können ihn auch töten. Echt? Ja, natürlich. Das wäre schon scheiße. Ich meine, macht ja nichts, ne? Ja. Verbrät keine Ressourcen. Das Einzige, was er macht, ist halt, ja, Blöcke sammeln. Ob er den noch Holzbäume schicken kann? Wohin hat er dann die Holzbäume irgendwie wahrscheinlich ins Lager gebracht oder irgendwas gemacht? Genau. Von den Gewölten. Ja, der hat da Dingsbums aufgenommen. Der macht hier unseren. Der macht. Ich hab den Stöcke und Steine sammeln geschickt. Der soll die ins Lager räumen. Ich glaube, ich habe die Dame nicht verscheucht. Es wäre cool, wenn man sich mit der anfreunden könnte. Wenn man mit ihr interagieren könnte. So, keine Ahnung, dass sie dann halt hier anfängt und so ein bisschen, ja, wenn man sich eine Base gemacht hat oder so, dass sie dann so aushilft. Ich weiß nicht, ob sie für schwere Sachen gemacht ist, weil sie ja die ganze Zeit auf Zehenspitzen läuft. Aber so Kleinigkeiten. Was wir ja auch machen könnten, ist halt eine Wand zu bauen. Wie eine Wand? Dass sie nicht mehr weg kann? Bei einem, und dass sie auch nicht angegriffen werden kann, eingeborenen. Freundet sich an, die merkt irgendwann, dass wir lieb sind. Okay. Will mal gucken, ob das so ausreicht. Warum sie keinen Lokschlitten reingemacht haben, verstehe ich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es liegt nicht am Spiel selbst, warum ich so ein bisschen enttäuscht bin. Sondern es liegt einfach daran, dass ich gefühlt, dass sie die Fortschritte aus The Forest nicht mitnehmen. Weißt du wieder? Ist es bei dir irgendwie schon windig gerade? Also bei mir ist es irgendwie gerade. Also erleben wir gerade einen Sturm. Ja. Gut. Noch, Justin. Das ist verscheucht. Ich muss halt nur gucken, ob ich in welche. Ich würde es gerne noch ein bisschen länger machen. Aber ich glaube. Also, wer Holz braucht, oben hier liegt jetzt einiges rum. Ja, dann schmeiß mal runter. Und die ganze Zeit am Hin und Her rennen. Du bist mit dem Fällen schneller als ich mit dem Bauen. Warum jetzt dann? Wir müssen, wo die hinrennt. Die rennt ja immer nur ganz kurz weg und dann ist sie irgendwann wieder da. So, Baum zu bekommen. Welchen Loch machst du dort noch? Jo, einfach runter. Ja. Ja, dann Wände hochziehen. Entweder Wände hochziehen oder Dingsbums. Holz herbringen, eins von beiden. Ist mir persönlich egal.
Also an der Seite brauchen wir nicht so viele. Oh, da ist er wieder. Das ist unser Garten. Setz dich doch nicht mit deinem Arsch drauf, Mädchen. Wie fragil sie da rumsteht. Auf den Zehenspitzen. Nur auf den Zehenspitzen. Das ist knuffig. Mit einer Hand voller Blut. Kann das vom hellen Rauschen sein? Irgendwie. Ich finde halt komisch, dass die Blaupausen so komisch, so extrem durchsichtig sind. Ich finde, das hatten sie bei Forest 1 wesentlich schöner gelöst. Jetzt muss ich hier Bäume fällen. Bitte? Jetzt musst du wieder Bäume fällen? Ja. Alles, was ich oben habe, habe ich nur geworfen jetzt. Okay. Warte mal, dem könnte ich doch eigentlich was anderes sagen. Folge mir, mir geben. Warte mal. Nee, was haben wir? Aber wenn er jetzt Bären hat, von der, hat er, glaube ich, nur Bäume und Stöcke gehabt. Stämme im Behälter füllen. Ja, ich habe so das Gefühl. Hätten wir die Dame? Wo läuft sie hin? Werte Lady, bleiben Sie hier. Sie sind uns willkommen. Die kriegt aber auch Schaden von den Eingeborenen, oder? Ich weiß nicht, könnte es sein. Es wäre echt schade, wenn die sterben könnte. Das würde mich so ärgern. Also umbringen können wir sie wahrscheinlich schon. Wir? Das wahrscheinlich. Ja, das auf jeden Fall. Aber ob die Eingeborenen es können, weiß ich nicht. Das ist ja voll böse. Das ist doch voll lieb. Wer weiß, vielleicht arbeitet sie mit den Eingeborenen zusammen. Und will uns eigentlich nur betören. Unsere Freundschaft, Dingsbums. Freundschaft mit uns aufbauen. Und dann tötet sie uns einfach. Schlaf oder so. Rollen sie sich mit uns an, liegt dann, wir bauen ihr dann irgendwie auch ein Zimmer oder so und dann im Schlaf einfach bam, 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 bam. Aber das wäre ja richtig gemein. Mir gleich mal angucken, wie wir das mit dem Dingsbums am besten machen. Mit der Decke oder? Ja.
Soll ich alle Wände so machen? Jungs? So türmäßig? Wie überall Löcher reinschneiden. Ja, so dass man auch durch kann. An sich finde ich das gar nicht schlecht. Sieht ganz gut aus. Also du kannst nicht komplett durch, aber du kannst schön ins... kannst dann schön rausgucken. Was meinst du, Justin? Dann haben wir Licht von außen drin, ja. Und wenn die dann ihren Tanz da macht, können wir dann zugucken. Ich habe nur die Frage, ob ich alle Wände so machen will. Das ist halt die Frage, ne? Das ist halt die Frage. Also, Justin kann währenddessen schon mal hier die Hölzer holen. Die ich nur geworfen habe. Ich will zwar nicht sagen, aber was war mit der los? Die war jetzt ziemlich zutraulich. Das ist ja lieb. Das ist voll lieb. Okay, das ist cool. Sie hat ihr Erdbeeren gegeben. Sie kann jetzt nicht mehr arbeiten. Er träumt, er schwebt auf Wolke 7. Du kannst es ja eigentlich auch nur ein paar kleine Fenster lassen. Du musst ja keine riesen Durchgänge nur machen. Ja, die wollte ich eigentlich so hier hinten eher drin haben. Aber hier so an der Seite, so mehr vom Strand, schon gerne so große, zumindest hier in dieser Richtung. Die Mauer können wir massiv lassen und hier machen wir kleine Fenster rein. Dann haben wir erstens alles zusammen. Und zweitens können wir der Ische dann beim Tanzen zugucken. Wenn sie sich bei uns wohlfühlt. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das mit dem Holz am besten mache. Warte mal, ich will mal was probieren. Also hier oben wird es langsam ziemlich kahl. Das kannst du also nur schräg machen. Du musst also hier schon... Warte mal, was ist, wenn ich das so mache? Geht das auch?
Ich weiß nicht, was man mit den kleinen Dingern machen kann. Da ist sie wieder. Wie so ein kleines Haustier. Entschuldigung. Also meine Mutantin. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Mal was gucken. Ich habe da eine ganz interessante Idee. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie wir das so doch schon schön machen können. Bin ich ja schon fast ein bisschen neidisch auf den Justin, dass der Erdbeeren bekommen hat. Ich habe nur noch die Hälfte der Ausdauer, aber hab schon gut. Das war mir ein bisschen länger dauern. Alter! An unserer Basis. Ja, ich komme. Der ist aber. Die sind aber auch stark. 3 Schläge, du bist tot. Man kann auch eine Rüstung nicht craften, wenn man Sachen hat. Aber. Ja. Noch eine Rüstung, machen wir mal. Nee, auch mit Drehen kann man auch machen oder einen. Die wilden nackt, ne? Die Liebe, der haben den Badeanzug angezogen. Du brauchst mit denen. Ja, das Feuer. Ja, lass sie brennen. Da kommt noch jemand. Hat den Aura-Anzug an. Da ist sie wieder. Nicht weg.
Also ich bin jetzt neidisch auf dich, Justin. Dass sie dir Erdbeeren gegeben hat. Blaue Erdbeeren. So, jetzt will ich mal was probieren. Nee. Aller Liebe, ich sag nein. Das Spiel ist das Geld nicht gerechtfertigt. 28 Euro ist eigentlich eine Frechheit. Sie pflückt unsere Beeren. Ja, gemein. Aber auf der anderen Seite, die gibt sie uns ja. Also von daher, ich dachte, die sammelt, dass sie einfach meine Beeren pflückt. Okay. Also wir hatten ganz starke Anfangsprobleme und dementsprechend bin ich noch nicht ganz sicher, ob wirklich für so eine Early Access, ob da wirklich so viel Geld gerechtfertigt ist. Ich sage erstmal nein. So. Na gut, dann. Vielleicht die Deck mal befüllen? Warte nochmal. Ich will noch was testen mit der Decke. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Ich will erstmal das Grundgerüst fertigstellen. Könnte ich die Sachen nochmal näher bringen, dass ich nicht immer so starke Pausen habe wegen hin und her rennen. Hast du den Arsch offen? Die hat links zwei Beine und rechts zwei Arme. Nee. Die hat links zwei Beine. Also die hat links einen Arm und ein Bein zu viel. Justin, du hast ja immer noch keine Pistole. Du kannst halt hier raus schwimmen und dir eine Pistole holen. Stimmt, hat er ja noch gar nicht.